Mit dem Faschingsschlachtruf von Harter starten die Kinder mit ihren Erzieherinnen vom Kinderhaus den Rosenmontagsumzug 2014. Kita-Leiterin Kerstin Tannhäuser ist mit ihrem Akkordeon mitten unter den Kindern. Entlang der Döbelner Straße zieht die bunte Faschingstruppe hinauf zur Hart-Arena. Nur wenige Anwohner lassen sich durch die quirlige Menge an die Fenster locken. Harter ist alles andere als eine Hochburg des Faschings. In diesem Jahr halten nur die Kinder die Tradition aufrecht. Der Chef der Hart-Arena, Günter Rosberg, empfängt den Rosenmontagsumzug mit flotter Disco-Musik. Den Begriff Rosenmontag deuten die Gebrüder Grimm in ihrem deutschen Wörterbuch als Herleitung von Rasenmontag, einem rasenden und tobenden Montag vor dem eigentlichen Fasching am Dienstag. Die Christen übernahmen die heidnischen Bräuche und leiteten die Fastenzeit vor Ostern mit dem Karneval ein. Der lateinische Begriff Carne Vale heißt so viel wie Fleisch lebe wohl. Während die Narren in der Region um Köln vom Karneval sprechen, hat sich in Sachsen und Bayern der Begriff Fasching durchgesetzt. Praktikant Benjamin hat jetzt die musikalische Begleitung übernommen. Der Rosenmontagsumzug ist ein lustiger Auftakt für einen fröhlichen Faschingsdienstag.